HPNV-Videos. 242 Anzeiger zu dynamischen Fahrgastinformationen für Braunschweig bis 2022. Ja, so schreibt es die BSVG. Auch bei der Barrierefreiheit gibt es jetzt einen großen Sprung nach vorne. Sehbehinderte Menschen können sich nämlich jetzt auf Knopfdruck ansagen lassen, wann die nächsten Busse und Bahnen abfahren werden. Warum steht da oben eigentlich sofort drauf? Ja, diese Frage ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Das neue dynamische Fahrgastinformationssystem funktioniert jetzt nämlich tatsächlich mit Echtzeit. Im Großen und Ganzen finde ich, dass das System ganz schick gemacht ist, auch mit tollen Animationen. Na gut, dann wollen wir uns doch einmal die Stimme anhören. Sie befinden sich an der Haltestelle Friedrich-Wilhelm-Platz, Linie 413, Richtung Bevenrode, Abfahrt um 16.53 Uhr, Linie 422, Richtung Rathaus, Abfahrt in 14 Minuten. Linie 416, Richtung Kralenriede, Abfahrt in 16 Minuten. Linie 450, Richtung Rathaus, Abfahrt um 17.05 Uhr. Linie 411, Richtung Südstadt, Abfahrt in 29 Minuten. Es ist 16.39 Uhr am 1. November 2020. Noch mehr Informationen unter www.bsvg.net oder auf Facebook unter BSVG Wir bringen dich hin.